Meine Damen und Herren, auf den ersten Blick stellt sich dem Studienanfänger die Geschichte der Philosophie als ein Sammelsurium beliebig wechselnder Lehrmeinungen dar. Sie alle erheben Anspruch auf unanfechtbare Wahrheit. Zur verwirrenden Vielfalt, mit der ein Anfänger rechnen muss, gehört es, dass dieselben Begriffe in sehr verschiedenen Bedeutungen auftreten. Wohl bemühen sich zumal die aufklärerischen Autoren des 18. Jahrhunderts, etwa Kant, Herder und Lessing, auch Condorcet und Voltaire, einen historischen Fortschritt des Menschengeschlechts nachzuweisen, der letztlich auch einem geordneteren, kohärenteren Bild der Philosophiegeschichte zugute kommt. Aber erst Hegel wird in seinen Berliner Vorlesungen eine geschichtsphilosophische These vertreten, die sich speziell auf den Gesamtverlauf der Geschichte der Philosophie bezieht, die, wie er sagt, uns zunächst, wie alles Historische, in empirischer Form entgegentritt. Philosophie ereignet sich an besonderen Orten und zu bestimmten Zeiten in diesem oder jenem Volk unter diesen oder jenen politischen Umständen. Als absoluter Idealist behauptet nun Hegel, ich zitiere, dass die Aufeinanderfolge in der logischen Ableitung der Begriffsbestimmung der Idee, sie bildet den eigentlichen Inhalt seines Werkes, Wissenschaft der Logik. Die Aufeinanderfolge der Systeme in der Philosophie und auch auf der anderen Seite eine Abfolge von Geistesstufen in der Geschichte. Dieser Zusammenhang interessiert Hegel besonders und er präzisiert seinen Gedanken wie folgt. Ich behaupte, dass wenn man die Grundbegriffe der in der Geschichte der Philosophie erschienenen Systeme dessen entkleidet, was ihre äußerliche Gestaltung, ihre Anwendung auf das Besondere betrifft, so erhält man die verschiedenen Stufen der Bestimmung der Idee selbst. Für Hegel ist die Idee ein Inbegriff von Kategorien, die der realen Welt vorgeordnet sind. Sie machen den Grund und ihrer Existenz aus. Auf der anderen Seite, wenn der logische Fortgang für sich genommen wird, so hat man, schreibt Hegel, nach seinen Hauptmomenten den Fortgang der geschichtlichen Erscheinungen. Aber man muss freilich diese reinen Begriffe in dem zu erkennen wissen, was die geschichtliche Gestalt enthält. Andererseits unterscheidet auch Hegel die Zeitfolge der Geschichte von der Ordnung der Begriffe. Es ist dies eine für die Kritik der politischen Ökonomie entscheidende Differenz. Für Marx ist nämlich der Anfang der Erkenntnis keineswegs identisch mit dem realen Anfang des zu erkennenden Objekts. Dieses, die ökonomische Gesellschaftsformation der bürgerlichen Epoche, ist zwar ihrer analytischen Erkenntnis historisch vorgeordnet, aber nur sie, das Erste im kognitiven Sinn, entwickelt jene Kategorien, die es erlauben,
die Gesellschaftsformation, von der die Rede war, das real erste in seiner historischen Entwicklung zu begreifen und darzustellen. Sind nach Hegels Geschichtsphilosophie die Schicksale der welthistorischen Individuen, der Völker und Staaten, die als vernünftig sich erweisende Basis der Historie, sie bilden ihren Stoff. Hierin nun ist der Kernpunkt der marxischen historischen Dialektik nach ihrer erkenntnistheoretischen Seite bestimmt. Sie kommt an beim Gegenteil dessen, wovon sie bewusst ausgeht. Die Abfolge der empirischen Vorgänge, der Ereignisse des Geschichtsverlaufs sind bei Hegel eingebettet in die ewige, sinnverleihende Gegenwart des Geistes. Damit wird dessen Primat aber auch zum Problem. Seit den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts wird dieser Primat des Geistes von Schülern wie Kritikern zunehmend angefochten. Man durchschaut Hegels Metaphysik als ontotheologischen Hintergrund der Ideen der Identität von Subjekt und Objekt. Das ist hier der Gesichtspunkt. Damit nämlich auch die Unversöhntheit von Idealem und Realem, von idealistischer und realistischer Welterklärung. Die Wissenschaft der Logik, Hegels Metaphysik, bestimmt den absoluten Geist als höchste Wahrheit alles Seins, der sich frei zur Schöpfung einer Welt entschließt. Eigenartige Formulierungen. Hegel lehrt denn auch die Präexistenz der logischen Kategorien, in deren System sich Gott darstellt, wie er in seinem ewigen Wesen vor der Erschaffung der Welt und eines endlichen Geistes ist. Die Kritiker Hegels, so verschieden ihre oft eigenen, eher ethisch motivierten Ziele sind, sie sind zunehmend überzeugt von der Unmöglichkeit, die gegenständliche Welt aus bloßen Denkbestimmungen abzuleiten. Ob wir von Strauss, von Bauer, von Stirner oder Feuerbach sprechen, dieser Kritikpunkt ist entscheidend. Sie trennen sich, allen voran Feuerbach, von der Hegelschen Philosophie des absoluten Begriffs, dessen Auflösung im Vormärz sich aus heutiger Sicht darstellt, als eine materialistische Reformulierung von Philosophie und ihrer Geschichte. Vorbereitet wird sie durch Feuerbachs anthropologische Religionskritik, vollendet durch Marx und Engels. Ich kann an dieser Stelle hinweisen darauf, dass Michael Jeske eine Arbeit über Feuerbach vorgelegt hat, Sensualistischer Pantheismus, die im Hinblick auf diese Fragen von einiger Bedeutung ist. Engels bekannte Abhandlung Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie 1888 hat die geistige Situation nach dem Zerfall der Hegelschen Schule wie folgt charakterisiert. Die Frage nach dem Verhältnis des Denkens zum Sein, des Geistes zur Natur,
die höchste Frage der gesamten Philosophie, hat ihre Wurzel in den bornierten Vorstellungen des Wildheitszustandes. Aber ihre ganze Bedeutung konnte sie erst erlangen, als die europäische Menschheit aus dem langen Winterschlaf des christlichen Mittelalters erwachte. Die Frage, was ist das Ursprüngliche, der Geist oder die Natur? Diese Frage spitzte sich der Kirche gegenüber dahin zu, hat Gott die Welt erschaffen oder ist die Welt von Ewigkeit da? Die große Grundfrage aller Philosophie, wie Hegel sich ausdrückt, die nach dem Verhältnis von Denken und Sein, sollte je nach ihrer Beantwortung die Philosophen in zwei Lager spalten. Diejenigen, die einen göttlichen Welturheber annahmen, bildeten das Lager des Idealismus, während jene, die in der Natur das Ursprüngliche erblickten, zu verschiedenen Schulen des Materialismus gehörten. Was Engels hier als höchste Frage der gesamten Philosophie bezeichnet, die das Verhältnis des Denkens zum Sein betrifft, ist kanonisiert in die marxistische Literatur eingegangen. Aber auch Schopenhauer, das wollen wir nicht vergessen, geht im ersten Band der Par Erga davon aus, dass alles Philosophieren sich um das Problem vom Idealen und Realen dreht. Sich um das Problem vom Idealen und Realen dreht. Das er als das philosophische Urproblem bezeichnet, das durch die Geschichte der Philosophie hindurchgeht, als ein Widerstreit von Idealismus und Materialismus. Ein Widerstreit, der sich häufig, etwa bei Kant und Schopenhauer, auch innerhalb ein und desselben Lehrgebäudes abspielen kann. Ein seit dem Altertum nachweisbarer Kampf zwischen Parteigängern von Idealismus und Materialismus, der sich in der marxistischen Literatur nicht nur neutral geistesgeschichtlich darstellt, sondern auch unter dem kritischen Vorbehalt, dass die nach Marx und Engels zu den ideologischen Gebieten gehörende Philosophie stets verwoben ist in den historischen Lebensprozess der Gesellschaft, den die Autoren in ihrer 1845-46 entstandenen Schrift »Die deutsche Ideologie« in die wissenschaftliche Diskussion einführen. Die Produktion der Ideen, Vorstellungen des Bewusstseins, heißt es hier, ist verflochten in die materielle Tätigkeit und den materiellen Verkehr der Menschen. Ihnen, fährt Engels fort, wird nicht bewusst, dass und wie ihr wirklicher Lebensprozess sich über vermittelnde Glieder umsetzt in gedankliche Produkte, die von Marx und Engels als Reflexe und Echos dieses Lebensprozesses betrachtet werden. Ist für Hegel, wie er emphatisch in der Phänomenologie von 1807 schreibt, der Geist, das sich selbst tragende, absolute, reale Wesen, so betrachten Marx und Engels die Kulturphänomene als, sei es realen, sei es illusorischen Ausdruck der jeweiligen gesellschaftlichen
und politischen Organisation der Menschen. Die Autoren weigern sich, außer dem Geist der wirklichen materiell bedingten Individuen noch einen aparten Geist vorauszusetzen. Marx hat im 18. Brumaire des Louis Bonaparte in einer berühmten 1852 entstandenen zeitgeschichtlichen Analyse die soziologisch grundlegenden Ideen seines historischen Materialismus näher entwickelt, der kritisch-diagnostisch, wohlgemerkt, nicht aber weltanschaulich bekenntnishaft zu verstehen ist. Denn der Primat, der blinde Primat des Ökonomischen, soll ja in der künftigen Geschichte von den assoziierten Individuen gemeinsam beherrscht werden. Die Menschen sollen ihre Geschichte selbstbewusst gestalten. Die Stelle, auf die ich hier hinaus will, im 18. Brumaire, lautet: Auf den verschiedenen Formen des Eigentums, auf den sozialen Existenzbedingungen erhebt sich ein ganzer Überbau verschiedener und eigentümlich gestalteter Empfindungen, Illusionen, Denkweisen und Lebensanschauungen. Die ganze Klasse schafft und gestaltet sie aus ihren materiellen Grundlagen heraus und aus den entsprechenden gesellschaftlichen Verhältnissen. Das einzelne Individuum, dem sie durch Tradition und Erziehung zufließen, kann sich einbilden, dass sie die eigentlichen Bestimmungsgründe seines Handelns bilden. Und wie man im Privatleben unterscheidet zwischen dem, was ein Mensch von sich meint und sagt, und dem, was er wirklich ist und tut, so muss man noch mehr in geschichtlichen Kämpfen die Phrasen und Einbildungen der Parteien in ihrem wirklichen Organismus und ihren wirklichen Interessen, ihre Vorstellung von ihrer Realität unterscheiden. Wir haben aber hier zwei Aspekte des Ideologiebegriffs zu beachten. Einmal um die außerökonomisch-soziokulturelle Sphäre, die von Marx als ideologisch bezeichnet wird. Andererseits aber geht es auch darum, Ideologie als gesellschaftlich notwendigen Schein zu durchschauen. Die programmatischen Aufsätze Horkheimers, die in den frühen 30er Jahren in der Zeitschrift für Sozialforschung erschienen sind, waren ein bedeutender Versuch, im Anschluss an Feuerbach, Marx und Engels ein neues Verständnis der Theorie der Gesellschaft und vor allem ihrer Geschichte vorzubereiten. Diese frühen Aufsätze kritisieren vor allem den Begriff der Geistesgeschichte im Sinn einer rein immanent fortschreitenden Entwicklung, wie er bei Dilthey eine große Rolle gespielt hat. Und darauf möchte ich doch am Rande noch kurz eingehen. Ehe wir nun in diese ideengeschichtliche Darstellung, die wir uns für dieses Semester vorgenommen haben, eintreten, erscheint es angebracht, zunächst die dabei auftretenden Schlüsselbegriffe Materialismus und Idealismus in ihrer spezifisch-philosophischen Bedeutung näher zu bestimmen, die zumal im Deutschen häufig abweicht
von ihrer alltagssprachlichen Verwendung. Ich werde mich also dabei auf meine einschlägigen Artikel im jüngst erschienenen Lexikon der Geisteswissenschaften, erschienen bei Böhlau, stützen. Ich warne aber neugierig, es ist ein Werk von diesem Umfang. Ich habe aber nur 2 Artikel darin geschrieben. Aber ich muss auch hinzufügen, der Artikel Idealismus ist gemeinsam mit Michael Jeske verfasst worden. Also wenn man die Geschichte der Philosophie unter dem Aspekt eines grundlegenden Konflikts von idealistischer und materialistischer Welterklärung betrachtet, scheint es zunächst einmal wichtig, einige terminologische Klärungen vorzunehmen. Vielleicht kann man grob zu Beginn sagen, der Materialismus ist mehr an ontologischen Fragen interessiert, an der Beschaffenheit des Seins, an der Frage nach dem Sein im Ganzen. Er steht von daher traditioneller Metaphysik näher als der Idealismus, der vornehmlich mit der Frage nach der Erkenntnis des Erkennens selber beschäftigt ist. Eine reflexive Untersuchung des Erkenntnisapparates, während bei den Materialisten, darauf wird noch im Einzelnen einzugehen sein, das Sein als tragende Realität eine stärkere Rolle spielt. Also erst etwas über den Terminus Materialismus. Kann natürlich an dieser Stelle es gar nicht vermeiden, auf die beiden wichtigen Bände hinzuweisen, die Adornos terminologische Vorlesungen enthalten. Und da ist sehr viel Wichtiges zu finden, was in unseren Problemzusammenhang gehört. Friedrich Albert Lange, ein neukantianischer Historiker, hat in seiner Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der Gegenwart mit Recht gesagt, der Materialismus ist so alt wie die Philosophie, aber nicht älter. Sie entsteht dann, diese neue Denkweise, wenn die dingliche, gegenständliche Welt und der Bewusstseinsstrom des Subjekts in ihrer Differenz erkannt werden. Es ist dann so, dass der Idealismus eine Antwort sucht auf das Verhältnis von Denken und Sein, und der Materialismus tut das auch in ganz verschiedenen Varianten. Also wir kommen mit einer knappen Formel hier nicht aus. Mit Recht sagt Lange, wir müssen uns darüber im Klaren sein, erst mit der Reflexion, mit der Gegenüberstellung von Subjekt und Objekt können wir von materialistischen Denkarten sprechen. Er ist wie alle Dinge in der Philosophie eher vorhanden als das Wort und der Name. Also es gibt Materialisten avant la lettre, und das hat dieser Begriff, der bereits frühgriechisch auftritt, noch ehe Wort und Spekulation sich einbürgern. Die sogenannten Vorsokratiker, es wird noch ausführlich auf sie eingegangen, ich deute jetzt zunächst nur mal an, sind Herolde des Materialismus in dem Versuch, die gegenständliche Welt aus sich selbst zu verstehen. Und vor allem ist hier entscheidend der Begriff der Natur, die Physis. Also die griechische Philosophie beginnt nicht, wie später in der bürgerlichen Epoche die kartesianische, mit der Selbst
Reflexion des erkennenden Subjekts, sondern mit der naiven Annahme einer außerhalb des menschlichen Geistes seienden gegenständlichen Welt, mit deren Macht und Wirksamkeit wir allemal zu rechnen haben. Also im 5. und vorchristlichen Jahrhundert die Frage nach der Archä. Darin stecken zwei Inhalte, Archaios, das Uralte, das immer schon so war, aber auch das Moment der Herrschaft ist darin sprachlich enthalten. Heidegger hat das bestimmende Woher als die Frage bezeichnet, mit der sich die Vorsokratiker beschäftigt haben. Interessant hier auch schon, das Seiende im Ganzen. Es geht nicht um Detailforschung hier, sondern was ist die Welt als solche? Was ist das Seiende im Ganzen? Ein Begriff, der dann auch bis hin zu Hegel eine ganz entscheidende Bedeutung haben wird. Die Archä, das Bestimmende, woher des Seienden im Ganzen. Also der erste Begriff, mit dem wir uns hier beschäftigen, ist also nicht die Noesis Noesios, das Erkennen des Erkennens selber, sondern es ist die Physis, das Gewachsene, das Gewordene. Diese ganzen Begriffe der Natur haben alle einen organischen, organismischen Akzent. Ein gewisser Nachhall des Mythos ist unverkennbar, aber diese Autoren treten nicht in eine Kritik der Religion ein, sondern sie lassen die homerische und hesiodische Götterwelt auf sich beruhen und bringen einen eigenen Vorschlag der einheitlichen Welterklärung vor. Einheitlichkeit der Welterklärung, auch das ein Topos aller materialistischen, aber auch idealistischen Philosophie. Kant wird diese Einheit der Welterklärung in der Einheit des Bewusstseins sehen, von der aus dann die Welt als eine einheitliche uns entgegentritt. Dann kommen merkwürdige Dinge ins Spiel, etwa das Wasser, Thales. Er wird sagen, alles stammt aus dem Wasser. Es ist aber, wie ich eben schon angedeutet habe, nicht nur unser schlichtes H2O, sondern das Wasser tritt hier auf als dasjenige, was das Seiende im Ganzen durchdringt und beherrscht. Es gibt dann auch wieder andere Formulierungen, wo Thales sagt, alles ist voller Götter. Gemeint sind die seinerzeit noch unerkannten notwendigen Zusammenhänge gesetzmäßiger Art. Also es ist eine großartige Naivität, muss man sagen, die hier am Werke ist. Was ist der Wesenskern der Dinge? Anaximenes, wir können vielleicht den Namen mal anschreiben, vielleicht gar nicht so schlecht. Anaximenes spricht von der Luft, ihrer Verdichtung und ihrer Verdünnung soll so etwas wie eine Dingwelt ermöglicht haben. Dann gibt es Anaximander, ein bedeutender Denker in diesem Umfeld, der das Apeiron, das Unbegrenzte, als Weltgrund nennt. Das heißt, er verlässt sich nicht mehr auf die Angabe dieses oder jenes einzelnen natürlichen Seins, sondern er sagt, das Unbegrenzte, das schlechthin über unsere Vorstellungen hinausgehende. Insofern ist also von diesen ganzen Denken, von der Abstraktion her, Anaximander einer der berühmtesten Vorsokratiker gewesen, das schlechthin Unbegrenzte. Der Logos bei Heraklit, ein Feuer, ein Pyrotechnikon, das Gestalten durch die Dinge hindurchgeht.
bei all diesen ionischen Denkern interessanterweise an den Küsten des damaligen Griechenland. Handelsstädte, Handel und Wandel spielten eine Rolle. In dieser Sphäre entsteht also die vorsokratische Philosophie. Ein Nachhall des Mythos, ich sagte es schon, ist unüberhörbar. Dann hat in der Atomistik des 5. bis 3. vorchristlichen Jahrhunderts bei Denkern wie Demokrit und Epikur, vollends bei Lukrez, der im 1. vorchristlichen Jahrhundert gelebt hat, die von Max Weber sogenannte Entzauberung der Welt einen weiteren Schritt hinter sich gebracht. Das Sein wird mit bewegten Atomen und dem leeren Raum gleichgesetzt. Es ist hier auch die Seele besteht aus feinen Atomen. Also hier ist immer das Entscheidende der Versuch einer konsequenten Ableitung des Ganzen der Dinge aus einem Prinzip, nicht aus einem zusätzlichen weiteren Prinzip. Wir werden auch sehen, dass dann später der Idealismus sehr stark auch im Sinne einer Zwei-Substanzen-Lehre, etwa bei Descartes, eine große Rolle gespielt hat. Es ist ein Materialismus, der auch als hyle-zoistisch, hyle und zoein, also ein Materialismus, der den Stoff, die Naturgegenstände als beseelt ansieht. Auch das noch bei Goethe spielt der hyle-zoismus eine große Rolle. Der okkuliert ihn ja in den Spinoza hinein, der Goethe. Also das sind Dinge, die eine große Rolle spielen. Und dann in der Stoa des späten Altertums ist es vor allem Seneca. Die Stoa lehrt das körperliche Sein aller Dinge. Sie ist aber auch eine bedeutende Tugendlehre. Absolute Stille des Gemüts spielt hier eine Rolle. Apatheia, eine absolute Ruhe des Gemütes ist hier entscheidend. Das kann ich aber im Einzelnen, Ataraxia, das war das Wort, das mir eben entfallen war. Ataraxia, Apatheia, das sind die Begriffe, die hier eine Rolle spielen. Wir können es nicht vermeiden, schon hier darauf hinzuweisen, dass materialistischem Denken schon sehr früh ein Ruch sittlicher Fragwürdigkeit anhaftet. Die Gegner des Materialismus schätzen es weniger, sich in die Lehrgehalte dieser Autoren hineinzubegeben, sondern er wird gleichsam Alimine von der Schwelle her abgewiesen als eine Denkart, die zu einer liederlichen Lebensführung, zu einer haltlosen, unbegrenzten Lustbefriedigung und so fort führt. Also die moralische Fragwürdigkeit steht bei den Gegnern des Materialismus sehr viel stärker im Zentrum. Aber eben auch, dass die Seele kein eigenes Sein hat gegenüber den materiellen Dingen. Platon, der Zeitgenosse Demokrits und Stammvater des gesamten westlichen Idealismus, der übrigens den Demokrit mit keinem Wort auch nur erwähnt. Die Philosophen haben einander nie so richtig geliebt. Keinem Wort auch nur erwähnt, unterscheidet in seinem Dialog Sophistes jene, die Körper und Sein identifizieren und nur nach irdischem Glück trachten, von ihren Gegnern, ja,
die nur denkbare und unkörperliche Formen oder Ideen zu den Inhabern, wie er sagt, des wahren Seins machen. Also sie werden herabgesetzt als krude Stoffverehrer oder als Leute, die eine sittenlose Lebensweise begünstigen durch das, was sie als Welterklärung vortragen. Giordano Bruno, bekannt dadurch, dass die Inquisition ihn im Jahre 1600 verbrannt hat als Ketzer. Giordano Bruno, er hat eine Zeit lang sogar in unserem Frankfurter Karmeliterkloster Obdach gefunden. Die Frankfurter haben ihn gewarnt, nach Rom zu gehen. Er hat es törichterweise getan mit dem genannten Effekt. Aber worauf ich hinaus will, von der Ursache, dem Prinzip und dem Einen, so lautet der Titel seiner wichtigsten Schrift vielleicht, die Epikureer nennt er sie, aber er charakterisiert sie schon im Sinn wesentlich späterer Definitionen als Autoren, die behaupten, es sei nichts außerkörperlich Seiendem. Das ist also die alleinige Wirklichkeit körperlichen oder dinglichen Seins. Das ist eigentlich der Standardvorwurf, der an die Adresse der Materialisten gerichtet wird. Der Terminus Materialist und Materialismus lässt sich erst in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts nachweisen in England. Hier hatte ja in der spätscholastischen Periode, darauf werden wir noch später kommen, sich auch die Denkweise des Nominalismus gegenüber dem sogenannten Begriffsrealismus durchgesetzt. Der Nominalismus, der bei Wilhelm von Ockham die Begriffe als Flatus Vocis, als bloßen Hauch der Stimme ausgedrückt hat. Es hat also dann auch Autoren gegeben, die in dieser Frage eine etwas moderatere Auffassung hatten. Bei Thomas von Aquin im 13. Jahrhundert werden die Universalia, die allgemeinen Begriffe, als Entia Rationis, als Gedankendinge bezeichnet, aber cum fundamento in re, es muss das Allgemeine auch in der seienden Welt selber real vorhanden sein, wenn ich es aus ihr abstrahieren soll können. Aber das ist hier erstmal der Anfang. Im England des 17. Jahrhunderts gibt hier etwas Robert Boyle, eine bekannte Figur, ganz wichtiger Mann, 1674, ein Chemiker, on the excellency and grounds of the corpuscular or mechanical philosophy. Also die Reduktion des Wirklichen auf körperliches Sein geht auch mit einer gewissen blinden Gesetzförmigkeit des Naturlaufs einher. Das heißt, das kausal-mechanische Moment ist hier ein tragendes Motiv. Der Platoniker Henry Moore in seinen Divine Dialogues 1668, Sie sehen, ist im letzten Drittel eigentlich des 17. Jahrhunderts, dass das Wort und der Begriff Materialist aufkommt. In der deutschen Diskussion taucht dieser Terminus dann auch auf. Samuel Clarke und Leibniz haben einen Briefwechsel miteinander und Clarke beanstandet, dass der ungegründeten Weltweisheit derer Materialisten die mathematischen Grundsätze der Philosophie widersprechen, sowie die Ansicht derjenigen, welche behaupten, dass die Welt eine große Maschine sei, die sich ohne besondere Konkurrenz Gottes
in ihrer Bewegung erhalten könne. Also Gott hat nicht Teil an der Weltbewegung, das ist hier gemeint. Hier wird den Materialisten Fatalismus vorgeworfen. Es wird gesagt, dass ein blindes Geschehen an die Stelle des zweckmäßigen, vernünftigen Zusammenhangs der Dinge trete. Dem hat Leibniz schon auch zugestimmt, hat aber Clark widersprechend die Möglichkeit bezweifelt, materialistischen Lehrsätzen, die neben, wie er sagt, lasterhaften Gemütsneigungen der Menschen auch deren Gottlosigkeit förderten, auf rein mathematischem Wege beizukommen sei. Ein wichtiges philosophisches Lexikon, das von Walch, philosophisches Lexikon von 1726, da wird gesagt, der Materialismus beruht auf einem falschen Begriff in Ansehung der Materie. Man könne, so versichern seine Vertreter, alle Begebenheiten und Wirkungen der natürlichen Körper bloß aus der Beschaffenheit der Materie herleiten. Ähnliche Vorbehalte gegenüber dem Materialismus in Meissners philosophischem Lexikon 1737. Es ist an Christian Wolff, dem eigentlichen Wortführer der deutschen Aufklärung, an Wolff orientiert. Hier wird ganz hart gesagt, Materialisten sind eine schlimme Sekte unter den Philosophen. Sie geben nichts als bloße Körper zu und leugnen, dass die Seelen der Menschen von dem Leibe unterschieden, und also halten sie die Geister und Seelen bloß für eine körperliche Kraft, nicht aber für ein besonderes, bestehendes Wesen. Sie behaupten, die Gedanken würden durch eine bloße körperliche Kraft im Leibe bewerkstelliget, und demnach könnte auch eine subtile Materie denken. Allein auf solche Weise fällt die Freiheit mit der Unsterblichkeit der Seele dahin, woraus man nach diesem mehreres folgert. Und jetzt kommt er auf den eigentlichen Punkt, was der Religion und Tugend nachteilig ist. Also im 17. Jahrhundert, in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts, ist schon in Europa eine rege Debatte im Gange, und man sieht, dass der Materialismus ein hässlicher Zwischenruf ist. Er macht eigentlich, spielt mehr so die Rolle eines Störenfrieds, ja vielleicht sogar einer antiphilosophischen Grundhaltung. Manches wollen ihn aus dem Spielfeld der Philosophie überhaupt vertreiben und sehen in ihm eine Verneinung der Philosophie als solcher. Beides enthält einen Moment der Wahrheit. Ich sage es hier nur andeutend. Meissner hat nun, wobei er sich wiederum an Wolff orientiert, auch eine Definition des Idealisten angeführt, die zu den frühesten Belegen für die Verwendung dieses Begriffs zählt. Er sagt, Idealisten empfehlen sich dadurch, dass sie, ohne die empirischen Wissenschaften zu schmälern, alles, was von der Seele und dem Weltganzen richtig gelehrt wird, gelten lassen. Von Wolff stammt denn auch die historisch wie systematisch folgenreiche Alternative Idealismus-Materialismus. Sie ergibt sich aus dem Leib-Seele-Problem, das Wolff gemäß der prästabilierten Harmonie der Leibnizschen Monadenlehre zu bewältigen sucht. In Leibniz' Lehre erblickt er die Möglichkeit, die moralisch unerwünschte Alternative des Materialismus zu vermeiden. Leibniz
vermag die Gemeinschaft des Leibes und der Seele dergestalt zu erklären, dass man nicht mehr annehmen dürfe, als was beide Grundrichtungen diesbezüglich lehren. Leibniz' Lösung bedurfte es, wie Wolf in seiner bedeutenden Abhandlung vernünftige Gedanken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen, auch allen Dingen überhaupt, betont, insofern dringend, als die Materialisterei heute allzu sehr überhand nimmt und die zur Wollust geneigten Menschen dadurch von der Religion und Tugend abgezogen werden und die Unsterblichkeit der Seele in Zweifel ziehen. In solchen Diskussionen, meine Damen und Herren, steckt, ohne dass diese Autoren genannt würden, eine entschiedene Abwehr von Thomas Hobbes und von Spinoza, die als Schrittmacher einer radikalen, vielleicht, so meint man, allzu radikalen Aufklärung verfemt waren. Dieses Leib-Seele-Problem hat noch das 18. Jahrhundert außerordentlich beschäftigt. Diderot fragt, ist die Seele ein Ding oder die Eigenschaft eines Dinges? Die Wissenschaft schreitet von der substantialistischen, dinghaften Auffassung des Seelischen fort zu funktionalen Überlegungen. Bei Cassira ja das große Thema in seinen Schriften, der Weg von der Substanz zur Funktion. Also in diesem Zusammenhang, meine Damen und Herren, sollten Sie die Dinge, die ich hier anführe, auch sehen. Ich habe unlängst, möchte doch einige der Herrschaften waren ja dabei, auf Schiller, den Regimentsmedikus, hingewiesen, der ja auch mehrere philosophische und ja, physiologische Dissertationen vorgelegt hat an der Hohen Karlsschule in Stuttgart. Und da ist also auch das Problem, wie komme ich, wenn ich von Mechanik über Chemie zur Physiologie übergehe, wie komme ich zur Erkenntnis des spezifischen organischer Gebilde? Ich zitiere das gern, Kants Einwand, den Newton des Grashalms, den haben wir noch nicht. Also er will damit sagen, zurzeit sind wir noch nicht in der Lage, die mechanistische Welterklärung einfach ohne Vorbehalte auch auf die organische Realität zu übertragen. Vielleicht halten wir hier mal ein. Seit Kant, der hier genannt werden muss, seit Kant wird der Materialismus nicht mehr in erster Linie dem Idealismus entgegengesetzt, sondern dem Spiritualismus. Also als Metaphysik sind die beiden Sätze, es gibt nur eine absolute Natur oder es gibt nur einen absoluten Geist, völlig ebenbürtig. Es handelt sich beide Male um realistische Antworten auf die metaphysische Frage nach dem Wesen des Weltganzen. In Frankreich hatte ja nun Holbach in einem berühmten Werk Système de la Nature den Materialismus entschieden verfochten. Die alleinige Wirklichkeit des Geistigen treffen wir an in Berkeleys Untersuchungen. Nämlich bei Berkeley ist ja zunächst alles, was wir von der Welt sagen können, enthalten
im Strom unserer Bewusstseinsdaten. Also nicht von einer dinglich festen Realität gehen wir aus, sondern wir sind zunächst an den Strom der Bewusstseinsdaten gebunden, sodass sich mit einem berühmten Satz, esse est percipi, das Sein der Dinge in ihrem wahrgenommen werden durch ein erkennendes Subjekt bestimmt sind. Also der Idealismus, der kann also ein objektiver sein, er kann aber auch ein subjektiver Idealismus sein, dergestalt, dass man eben sagt, es gibt nur Geister und deren Perzeptionen. Geister heißt hier subjektive Bewusstseine von Menschen. Aber diese terminologischen Dinge sind ein wenig lästig, aber man muss sich mit ihnen befassen. Also Idealismus und Realismus und dann innerhalb des Realismus Materialismus und Spiritualismus. Frau Tabel hat es in der letzten Woche ja an die Tafel gemalt. Der Gegensatz von Idealismus und Materialismus hat sich aber doch im 19. Jahrhundert durchgesetzt. Und das Spannende daran ist, dass ganz verschiedene Denker wie Fichte, Schopenhauer und Engels den Sprachgebrauch Idealismus, Materialismus verfechten. Im 18. Jahrhundert zögern viele, sich selber als Materialisten zu bezeichnen, weil dieser Begriff ihrer Denunziation dient. Sie werden angeprangert mit diesem Schlagwort von einer affirmativen, religiöse und apologetische Zwecke verfolgenden Metaphysik. Auch bei Christian Wolff, ein sehr wichtiger Mann, geht es weniger um den Lehrgehalt des Materialismus, sondern, wie ich einige Male vorhin schon dargetan habe, um den Nachweis seiner für Religion, Moral und öffentliche Ordnung abträglichen Konsequenzen. Diese Dichotomie von Idealismus und Materialismus ist von vornherein affektiv besetzt und wirkt fort bis heute im umgangssprachlichen Gegensatz des selbstlosen Idealisten und des eigennützigen Materialisten. Wenn Auguste Comte den Materialismus als jene Lehre definiert, die das Höhere aus dem Niederen erklärt, so übernimmt er naiv die gängige, geistigem von vornherein eine höhere Würde als materiellem zuerkennende Denkweise, die sich der gesellschaftlich vermittelten Trennung geistiger von materieller Arbeit verdanken dürfte. Der Materialismus, das ist aus dem schon angedeuteten sicher klar geworden, er steht quer zu den an große Philosophie gerichteten Erwartungen. In einer Gesellschaft, die sich über geistige Dinge unterhält, werden immer idealistische Denker mit dem Wort Philosophie verbunden. Die große Philosophie, das ist schon eine Sache, die denkt man an Platon, Kant und Hegel, Aristoteles, aber Materialisten führen ein Schattendasein im Urteil der Zeitgenossen. Wenn Engels auch sagt, es kommt zu zwei großen Lagern, so muss doch, glaube ich, ehrlicherweise zugegeben werden, dass der Idealismus sehr viel stärker vertreten wird
als der Materialismus, der dann erst Auftrieb erhält mit dem Aufschwung der Naturwissenschaften im 18. und vor allem 19. Jahrhundert. Aber er ist sozusagen ein Schmuddelkind, mit dem man sich besser nicht einlässt. Also große Philosophie, der akademische Bildungskanon, scheint er nicht recht beheimatet, ein gelegentlicher störender Zwischenruf. Olivier Bloch in Paris ist einer der ersten, der auch erkannt hat, dass es schwierig ist, eine Geschichte des Materialismus zu schreiben, weil er nämlich nicht kontinuierlich in der Geschichte der Philosophie vorkommt. Er ist nicht kohärent, zusammenhängend, kaleidoskopisch, könnte man fast sagen. Es gibt Abschnitte in der Philosophiegeschichte, in denen er kaum eine Rolle spielt, andere, in denen er das geistige Klima durchherrscht. Etwa am Vorabend der Französischen Revolution. Das sind solche Phasen, in denen das so ist. Der Diskurs des Materialismus ist immer einer, der sich gegen Mythos, positive Religion, vorgegebenen Sinn und verabsolutiertes Denken richtet. Auch das ist ein wichtiger Punkt, meine Damen und Herren. Verglichen mit dem Reichtum idealistischer Motive ist der Materialismus eher monoton, da er eigentlich über die Kardinalthese, dass der Geist ein sekundäres sei gegenüber der natürlichen und materiellen Welt, nicht recht hinauskommt. Aber man muss sehen, Farbe gewinnt die Geschichte des Materialismus allein dadurch, dass er in soziokulturell, auch politisch wechselnden Konstellationen und Optionen auftritt. Selbst ein so unvoreingenommener Interpret wie mein Lehrer Adorno kommt nicht umhin, in seinen terminologischen Vorlesungen festzustellen, dass dem Materialismus stets und in allen Versionen verglichen mit einer raffinierten Begrifflichkeit des Idealismus ein eher rustikales, ein grobkörniges Moment anhafte. Und er spielt mit Recht, spielt Adorno damit an, auf die Nähe des Materialismus zum vorphilosophischen, natürlichen Bewusstsein, das die Existenz seiender Dinge außerhalb des Kopfes unbefragt voraussetzt. Die naive Überzeugung der Menschheit, schreibt Lenin in seinem berühmten Werk Materialismus und Empiriokritizismus, wird vom Materialismus bewusst zur Grundlage seiner Erkenntnistheorie gemacht. Wenn er darin Engels kanonisierter Distinktion zweier Lager folgend den Kampf der Linien Platons und Demokrits in der Geschichte der Philosophie hervorhebt, so ist das asymmetrische Verhältnis dieser Entwicklungslinien zu beachten. Oft genug, ich habe das schon angedeutet, spielt jener Kampf etwa bei Kant oder bei Schopenhauer sich innerhalb ein und desselben Denkens ab oder in der Wissenschaftsgeschichte so anlässlich der Frage, ob es neben der physikochemischen Erklärung des Organischen noch einer besonderen Lebenskraft bedürfe oder nicht. Noch im Bruch C.G. Jungs mit Freud reflektiert sich der Widerstreit der Ismen. Zu erinnern ist auch an die Kontroversen physikalische, physiologische und medizinische Fortschritte entfachten Debatten
über das Empfindungsvermögen von Organismen, die gerade unter materialistischen Autoren, unter den Enzyklopädisten in Frankreich stattgefunden haben. Also die Position des Materialismus ist ja durchaus differenziert zu verstehen. Manche Materialisten bilden sich ein, die geistigen Sachverhalte seien bereits erklärt, wenn man auf ihr materielles Substrat hinweist. Selbst ein so großer Idealist wie Hegel, wenn wir ihn jetzt hier unter uns hätten und hätten gefragt, hätte er gesagt, womit soll der Mensch denn sonst denken, wenn es nicht sein Gehirn ist. Aber dieser materielle Hintergrund des Ideellen, der muss aber im Einzelnen auch dargestellt werden. Und das ist sozusagen die zweite Problemschicht des Materialismus. Der Hinweis einer solchen Abhängigkeit, dem wird mancher beipflichten können. Aber wie setzt sich das Materielle in das Ideelle um? Welche Vorgänge sind da im Spiel? Also diese Frage nach der Umsetzung und Übersetzung, so hat es sogar Marx im Kapital noch genannt, des Materiellen ins Ideelle, das muss auch im Einzelnen gezeigt werden. Natürlich, la matière qui pense, das war ein politisches Schlagwort des 18. Jahrhunderts. Aber wie tut sie denn das? Da sind die Fragen dann doch nochmal neu aufzurollen. Schopenhauer, kein Freund des Spiritualismus, sagt, ja, das denkende Gehirn, aber wie das geschieht, ist uns so wenig klar. Heute mag die neurophysiologische Wissenschaft in diesem und jenem Betracht ein Stück weitergekommen sein. Aber er sagt, wenn ein Stein zu Boden fällt im Sinne des freien Falls, ja, da haben wir auch nur dieses Wort Schwerkraft zur Verfügung. Erklären solche Vokabeln wirklich, was passiert, wenn so ein Stein zur Erde purzelt? Also kurzum, ganz ohne Probleme kann der Materialist auch nicht sein, sondern er muss sich solchen Fragen nun in der Tat auch stellen. Oder auch gerade die marxische Geschichtsauffassung, die Abhängigkeit kultureller Phänomene von ökonomischen, ja, das muss dargetan werden, nicht? Also in einem Brief an Freud, hat mich sehr beeindruckt, Sie haben ihn mir zugänglich gemacht, Herr Jeske, schreibt Horkheimer, unser Institut leitet kulturelle Phänomene aus ökonomischen ab. Kann man nur an den Rand schreiben, aha, und wie macht ihr das? Also das ist zunächst einmal der Nachweis der Abhängigkeit des Ideellen vom Materiellen. Das ist auch eine gewisse politische Speerspitze. Man will die herrschenden Mächte des Ancien Regimes, nicht wahr, vor allem eben die Rolle, die machtpolitische Rolle der Kirche schwächen, indem man nachzuweisen versucht, dass sie Theorien und Begriffe ins Spiel bringt, die vor der Wissenschaft nicht standhalten. Andererseits muss uns aber auch die Wissenschaft bitte sehr darüber belehren, was denn nun wirklich geschieht. Ich meine, Pavlov spricht davon, dass das sogenannte Seelenleben wie nennt er es, hat da sehr interessante Begriffe, er würde sagen, die höhere Nerventätigkeit. Also gegenüber einer Maus ist unsere Nerventätigkeit sicher eine etwas höhere. Warum sollten wir das bestreiten? Aber ich würde eben sagen, über den polemischen Effekt des Nachweises der Abhängigkeit von etwas, was sich so gebärdet, als habe es mit der wirklichen Welt gar nichts zu tun, das ist schon mal eine wichtige Position. Aber hier gehen nun die Fragen aber auch weiter. Das, glaube ich, können wir hier nicht unterdrücken. Und insofern ist der Materialismus sicher heuristisch von großer Wichtigkeit, aber man muss sehen, dass er
auch nicht so einheitlich, ein und für alle Mal dieselben Dinge lehrend vorgestellt werden muss. So unter harmlosen Leuten ist der Materialismus der natürliche Feind der Religion. Epikur, die Antike hat das Wort Theologie erfunden, nicht die christlichen Kirchen, notabene. Also, wenn Epikur sagt, die Götter und das Schönste an ihnen ist, sie kümmern sich nicht um uns. Sie sind in seliger Entrücktheit in den Zwischenwelten der Atome, da hausen sie und ihre Gelassenheit und Ruhe ist ungeheuer beeindruckend und sollte den Menschen angesichts gerade ihrer Sterblichkeit Vorbild sein. Selbst bei Feuerbach in seiner Religionskritik gibt es Anleihen bei der Religion, der traditionellen, auch idealistische Momente. Also die Dinge sind komplizierter. Ich möchte Sie mit etwas Misstrauen auch ausstatten, wenn solche Fragen aufkommen. Auch moralphilosophisch, auch das ist ein interessanter Punkt, der Materialismus drängt auf das diesseitige Glück des Menschen. Das ist sicher wahr. Aber, so zeigen Marx und Engels, in der deutschen Ideologie, die ich schon genannt habe, 1845-46, Auffassungen von Philosophen wie Helvetius und Holbach, dass sozusagen das Moralische sich als nützlich empfiehlt. Solche Auffassungen repräsentieren nicht die materialistische Ethik, sondern, so sagen die, auch wieder von ihrer selber materialistischen Geschichtsauffassung her, sie sind Produkte eines zum Ideal erhobenen Selbstverständnisses, das ganz der oppositionellen Stellung der Bourgeoisie vor der Revolution entspricht. Also selber auch Ideologie drin an Ort und Stelle, man will damit politisch und so weiter etwas erreichen. Auch die Philosophie des Genusses, der als besonders hemmungslos gilt, selbst der große Dichter Horaz hat spaßeshalber gesagt, auch er gehöre zu der Herde Epikurs, Epikuri ex crege porcus, sei auch ein Ferkelchen aus der Herde des Epikur, ironisch anspielend darauf, dass ein völlig harmloser Mann wie Epikur sozusagen zum Urvater haltloser Genusssucht gemacht worden war. Aristipp im Altertum, großer Hedonist, aber, das sagt auch Epikur, man muss mitunter eine Lust meiden, wenn sie eine größere Unlust nach sich zieht. Das ist doch sicher auch wahr. Sie sehen, wie schwierig die Dinge, wenn man näher hinschaut, wirklich sind. In eurer Zeit, also La Mettrie etwa, nicht auch eher ein großer, La Volupté hat sogar einen Aufsatz unter diesem Titel verfasst, aber Marx und Engels sagen, die Philosophie des Genusses war nie etwas anderes als die geistreiche Sprache gewisser zum Genuss privilegierter gesellschaftlicher Kreise. Das ist nicht die Ethik des Materialismus. Sie sehen, wie wichtig es ist, hier auch ins Detail zu gehen, in die historischen Umstände sich hineinzubegeben, um möglichst sachgerechte Urteile auszusprechen. Marx und Engels sind allerdings in der deutschen Ideologie außerordentlich ehrgeizig, möchte man sagen. Sie erheben den Anspruch, aller Moral, sei sie Moral der Askese oder des Genusses, den Stab zu brechen. Fast schon Nietzsche darin enthalten, in dieser Formulierung. Die metaphysische These, meine Damen und Herren, des Materialismus von der alleinigen Wirklichkeit körperlichen oder dinglichen Seins erscheint akademischen Philosophen, die ja ganz durchtriebene Leute sind, nicht wahr, mühelos widerlegbar. Vermag sie doch
und das war schon das Hauptargument von Descartes, unräumliche Sachverhalte wie Geist und Bewusstsein nicht zu erklären. Descartes Zwei-Substanzen-Lehre beruhte ja vor allem auf der Vorstellung, dass das materielle Sein absolut raumerfüllend, ein ausgedehntes, dreidimensionales, körperliches Sein ist, während ja die Bewusstseinstatsachen nicht dinglich sind. Ich kann ja einen Gedanken nicht wie ein Stück Käse durcheinander schneiden, das geht ja wohl nicht. Also die Unausgedehntheit des Geistigen und die Ausgedehntheit des Materiellen, darf hier am Rande wieder nur an unseren Regimentsmedikus Schiller erinnern, der auch sagt, ja, wir bräuchten so einer mittleren, vermittelnden Kraft, könnte der Übergang von dem Dinglichen zum Nichtdinglichen nicht vielleicht auch etwas flüssiger oder gibt es da einen echten Übergang oder so, nicht? Also es ist ein Thema, es ist ein Problem geblieben bei sowohl den denkenden Ärzten als auch bei den Philosophen. Das scheint mir ein wichtiger Punkt. Die Unräumlichkeit von Geist und Bewusstsein ist ja evident. Die Materialisten setzen sich seit dem Altertum der Schwierigkeit aus, dass sie neben der materiellen Seinsart keine zweite ideelle anerkennen wollen, aber sie müssen berücksichtigen, dass Bedingendes und Bedingtes nicht identisch sind. Entweder, so argumentieren ihre Gegner, müssen sie alles Geistig-Seelische zu bloßem Schein herabsetzen oder es durch fragwürdige Hypothesen und unter Hinweis auf künftig erwartbare Resultate der Wissenschaft aus stofflichen Vorgängen ableiten. Das ist der in der angelsächsischen Literatur herumspukende Promissive Materialism. Heute können wir es noch nicht, aber wir versprechen, dass sie es morgen können werden. Das ist ein Argument, was bis in die Gegenwart hinein noch eine große Rolle gespielt hat. Daher auch diese Metaphorik, die angesichts des Verhältnisses von Erscheinungen des Bewusstseins zu ihrem materiellen Substrat, zu ihrem physiologischen Substrat, da sprechen die Materialisten von Produkt, Funktion, gar von Sekret, als werde das gleichsam abgesondert, das Geistige aus der materiellen Realität. Das ist ein wenig fragwürdig, doch auf jeden Fall. Also in der Frage der Ableitbarkeit des Geistigen aus Nicht-Geistigem, da bleibt, wie ich meine, doch noch manche Frage offen. In der Literatur ist seit Mitte des 19. Jahrhunderts diese Art von Kritik unablässig wiederholt worden. Aber möchte ich doch hier festhalten, meine Damen und Herren, der spezifisch philosophische Anspruch des Materialismus und die Frage seiner Aktualität ist damit nicht einfach erledigt. Historisch ist der Materialismus, was seine zivilisatorische Rolle betrifft, in höchst verschiedenen Funktionen aufgetreten. Auf eine dubiose Metaphysik ist er unbeschadet offenkundiger Defizite nicht zu reduzieren. Gleichwohl befremdet der polemische Eifer seiner Widersacher. Verständlich wird er, sagt Horkheimer in seiner Schrift Materialismus und Metaphysik 1933, verständlich wird er im Kontext gesellschaftlich bedingter Kämpfe gegen verhasste Behauptungen, Wertungen, Forderungen. Seine Gegner führen letztere unmittelbar auf die These,
der alleinigen Wirklichkeit des Materiellen zurück. Sie setzen, was für idealistische Systeme gilt, fälschlich auch beim Materialismus voraus. Nämlich, wenn wir uns an Diltheis Weltanschauungslehre halten, auf der Grundlage eines Weltbildes die Frage nach Bedeutung und Sinn der Welt entschieden und hieraus Ideal, höchstes Gut, oberste Lehrsätze für die Lebensführung abgeleitet werden. Also das ist, glaube ich, für den Materialismus so ohne weiteres nicht anzuerkennen. Die geistesgeschichtliche Betrachtungsweise Diltheis verfolgt ein metaphysisches Interesse. Sie zentriert daher die Eigenart materialistischen Denkens verfehlend, dessen Positionen um gleichgerichtete Absichten. Dass Materialisten häufig an idealistische Thesen anknüpfen und ihnen eigene entgegensetzen, wird von Diltheis so ausgelegt, als seien auch sie darauf bedacht, eine vollständige Lösung des Lebensrätsels zu erreichen. Streben die häufig theologisch inspirierten Metaphysiker danach, ihr gesamtes Leben vom Einblick in letzte Gründe abhängig zu machen, so orientieren Materialisten sich eher an praktischen, historisch begrenzten Aufgaben, die mit ihrer letztinstanzlichen Position nur sehr indirekt zusammenhängen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Engels war noch davon überzeugt, dass der Materialismus mit epochemachenden naturwissenschaftlichen Entdeckungen seine Form ändern müsse. Mit der Wende zum 20. Jahrhundert sollte infolge revolutionärer Ergebnisse der Physik eine neue Situation eintreten. Danke. Ja, das bringe ich gerade noch zu Ende. Lenins antipositivistische gegen Mach und seine russischen Anhänger gerichtete Kampfschrift Materialismus und Empiriokritizismus 1909 trennte die inhaltlich unbestimmte fortan als philosophische Kategorie zu verstehende Materie von deren empirischen, historisch wechselnden Strukturmerkmalen. Die Ersetzung der Materie etwa durch Elektrizität wurde seinerzeit so verstanden, als sei jetzt die Materie in Anführungszeichen verschwunden. Lenin wandte hier, meine ich, ganz mit Recht ein, es verschwindet jene Grenze, bis zu welcher wir die Materie bisher kannten. Unser Wissen dringt tiefer. Es verschwinden solche Eigenschaften der Materie, die früher als absolut, unveränderlich, ursprünglich gegolten haben. Undurchdringlichkeit, Trägheit und Masse, und die sich nunmehr als relativ nur einigen Zuständen der Materie eigen erweisen. Und damit schließe ich die heutige Vorlesung. Er fährt fort, denn die einzige Eigenschaft der Materie, an deren Anerkennung der philosophische Materialismus gebunden ist, ist die, objektive Realität zu sein, außerhalb unseres Bewusstseins zu existieren. Ich bedanke mich für Ihre Geduld.